Guten Abend und hier sind wir wieder. Mac Mecker und der Michi Movement. Ja, grüße euch. Ja, und wir spielen heute mal COD und lassen uns wahrscheinlich wieder den Arsch voll kriegen. Genau, ich bin schon tot. Ich auch. Ich habe aber länger überlebt. Aber ich habe nicht mal einen gesehen. Ich kam um die Ecke und dann irgendwann bumm. Ja, unser heutiges Thema mal in dieser Folge ist das ominöse Spiel Online-Spiel-Casino von Monte, was ja momentan eine riesen Diskussion ist. Wer es nicht mitbekommen hat, oder ja, weiß man nie, Herr Newstime hat ja da auch schon wieder was zugemacht. Monte spielt ja wohl in der letzten Zeit ziemlich viel Online-Casino. Wir liegen in Führung. So, scheiße. Und das ist sehr umstritten. Umstritten darum, weil diese Server wohl nicht in Deutschland stehen, sondern, berichtige mich, glaube ich, gerne in Malta. Ja, in Malta ist wohl das einzige Land, wo es erlaubt ist, Online-Casino zu betreiben und deswegen Malta. Hast du dich da ein bisschen mit mal auseinandergesetzt, ob das so ist, dass also nur in einem, also das ist quasi eigentlich nur in einem Land innerhalb der EU Online-Casinos überhaupt geben darf? Nein, das stimmt nicht. In den meisten europäischen Ländern sind Online-Casinos erlaubt. Das ist zumindest das, was ich nachgeforscht habe. Malta ist mit Sicherheit der beliebteste Ort, weil es steuerlich dort, sagen wir mal, sich anbietet. Ja, genau, richtig. Genau. Feindliche Drohne. Und das ist ja aber nicht nur das Einzige. Ich glaube, diese Spieleentwicklung ist wo ganz anders. Irgendwo auf den Cayman-Inseln oder was weiß ich. Mhm. Von denen wird es überwacht, so war das. Weil der Monte ja gesagt hat, es wird vom Vaterstaat überwacht. Das stimmt aber nicht. Ich habe auch mehrfach im Livestream gesagt, jo, das wird alles vom Vaterstaat überprüft. Das waren Falschaussagen, beziehungsweise falsche Aussagen einfach von mir. Da ruder ich auch zurück. Nichtsdestotrotz, eine flapsige Aussage, ja. Ja, das war einfach, ich bin davon ausgegangen und habe mich nicht weiter informiert. Aber nichtsdestotrotz gehört Malta ja auch zur EU. Und du weißt selber, EU-Gesetze, dies, das, ist ja, ne, also Malta ist jetzt nicht unbedingt ein Staat, der irgendwelche Sonderrechte hat. Weil Deutschland überwacht nur Deutschland, dass da die Glücksspielregeln eingehalten waren, ne? Oder? Genau, darum geht's nämlich. Weil Monte das natürlich so, also es sieht auch für mich sah es so aus, er sagt so, er ist alles staatlich überwacht. Und dann sagt man sich natürlich, ja, wenn staatlich überwacht ist, dann hat das alles seine Richtigkeit. Ja, aber leider nicht in Deutschland. Und das ist das, warum es momentan in Deutschland wohl, oder warum momentan ziemlich viel Seitenwind kommt gegenüber Monte. Und auch, aber auch, weil sie nicht verstehen oder nicht wissen, wie es überhaupt funktioniert. Ups. Jetzt bin ich gestorben, dass er überhaupt immer so viel gewinnt. Die denken dann, das Spiel ist manipuliert oder was. Das weiß man natürlich bei Games nie, ne? Aber man muss halt sehen, jetzt am Freitag hatte er ja 27.000 sich ausgezahlt, wovon er 2.000 selber eingezahlt hat und 10.000 waren noch zusätzlich von der Bank. Also er hatte immer 6.000 auf der Uhr zweimal. Und bis er sich was auszahlen kann, muss er aber ganz viel verdrehen. Also im Prinzip auf jeden Fall mindestens die 10.000, die er zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und da hat er so eine extra Uhr, die das anzeigt, wie viel er verdrehen muss, bis er sich das auszahlen kann. Das heißt, ich habe einen Mindestumsatz, den ich mit diesem Geld erzielen muss. Das heißt im Umkehrschluss, ich muss den dreifachen Einsatz, also das dreifache Guthaben, was ich habe, umsetzen an einem Slot, also an einem Automaten, dass ich dann erst mir das Geld auszahlen lassen kann. Du musst eine bestimmte Anzahl an Drehungen vollführen, damit du alles kriegst. Aha. Okay. Was ist das für ein Scheiß? Das ist ja Mist. Ein Video, wo jemand sich beschwert hat, er hatte 1.000 Euro gewonnen und die haben ihm aber bloß 100 ausbezahlt. Ja, ja, genau, so war dieses. Und er hatte ja auch einen YouTube-Kanal Casino Black gemacht, wo er ein Game hochgeladen hatte und das wurde ja gesperrt, weil das auf YouTube wohl verboten wäre. Warum wurde das Video gesperrt? Weil Glücksspiel ja in Deutschland eigentlich verboten ist, oder beziehungsweise das online, weil es ja im Prinzip ist es ja Werbung auch.
ne? Okay. Also wenn er das zeigt, wie er da... Es wird ja auch viel Schindluder betrieben, auch mit der Berichterstattung. Also das wird dann bloß zum Beispiel über die Verluste, die er schon hatte oder so, da redet keiner drüber oder, ne? Aber nur, man spricht nur von den Gewinnen, man... Und wir hatten gestern auch das Beispiel mit, da hat er Monte so ein bisschen auf Sarkasmus gemacht, ne, mit dem, dass die Spiele manipuliert sind und er bekam die ganze Zeit nichts. Da war ein Game, das hat nichts abgeworfen. Macht er meistens so 1000, probiert ja. Er dann mit 20, 30, 40 oder 50er Umdrehung und bei manchen funktioniert es und bei anderen eben nicht. Feindliche Drohne über uns. Okay. Ja, aber das nächste, was ja auch ziemlich, wo er ziemlich in der Kritik steht, ist ja wegen dem Suchtfaktor. Ja, er könnte halt Jugendliche, also Minderjährige auch dazu anstachteln. Es ist zwar schwierig, ne, das auszuzahlen, aber du könntest ja deswegen trotzdem schon Geld verblasen. Und wenn du es dir dann auszahlen lassen willst, ja. Und dann eben das ein Kind war, ist das Geld ja trotzdem weg, ne? In dem Fall ist es ja so, dass diese Online-Casino-Seiten diese ganzen Personalien und Daten haben möchten, weil halt einfach überprüft werden muss, ob du wirklich der bist, für den du dich ausgibst. Das sind Gesetze, allein schon wegen Geldwäscherei. Du gewinnst ja. Dann vielleicht 200 Euro, hast dann Guthaben von 200 Euro und willst dann 200 Euro auszahlen und siehst dann so, okay, ich muss jetzt hier gefühlt 10 Dokumente bis fast zur Geburtsurkunde alles reinscannen. Dann ja, neigen vielleicht viele dazu zu sagen, okay, ich verspiele besser die 200 Euro, als dass ich jetzt mir die Mühe mache, diesen Account komplett zu verifizieren. Ich würde es auch besser finden, wenn man sich direkt verifizieren muss. Es ist halt aber nicht so. Bei der Anmeldung. Genau, richtig. Es gibt auch eine Spielesucht, das ist bekannt. Mhm. Und wenn man natürlich dann mit so Geld um sich schmeißt, und das ist das, was ich so verwerblich finde, dann einen Umschlag mit lauter 500 dann drin und dann einen auf fette Hose macht, so dem Motto, jo, alles durch Spiele gewonnen. Also auch in dem, hast du das Interview gesehen von Herrn Newstime? Wir haben beim Danny gestern kurz reingeguckt, aber nicht so viel, weil wir waren ja über 20 Minuten. Also ich muss ehrlich gestehen, so richtig, bei Danny the Greek. Ja, genau. Grüße gehen raus. Grüße an Danny. Ich habe das Interview mir angeguckt, aber da haben sich eigentlich nur mehr Fragezeichen. Okay, dann mal weil los. Er rechtfertigt das einfach damit, auf einmal, so dass er auch ein bisschen umrudert. Naja, dass man halt nicht das Geld bekommt, was man einsetzt. Wo sein Geld so herkommt, ob das jetzt nun wirklich von diesen Online-Spielen kommt oder nicht, keine Ahnung. Ja, von der Seite, die Seite, er promotet ja im Prinzip die Seite, ne? Also ich sehe keinen. Jedenfalls, ich war ja dabei, wo er Freitag die 27 Käse auch gezahlt hat. Okay. Also, oh nein! Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich bin doch kein Bergfaller, Steiger. Ich bin gefallen. Wo sind die denn alle? Campen die nur noch oder was? Könnte möglich. Dass die warten, dass du um die Ecke kommst. Super. Ja. Wobei ich eliminiere mich ja sowieso selber. Dann dient das Video nur zum Erzählen, leider. Ja, und die Sache war ja, er hatte ja damals dieses Video gemacht, wo er über seine Sucht erzählt und sagt, ihr sollt nicht spielen. Ich meine, er sagt jetzt auch noch, sie sollen sich nicht ihr Geld verspielen und sich ein Limit setzen. Oder zum Beispiel einer, der gestern im Stream war, der sagt, er hatte mit 150 Euro, nee, mit 100 Euro oder so, hatte er 1500 Euro gewonnen. Er hat das erste Mal gespielt auf dem Lapalingo. Und da hat der Monte gesagt, zahl dir das bitte aus und spiel nie wieder. Das ist doch scheiße. Ja. Aha! Ich hab's ja auch mal so, diese Vorbildfunktion. Sorry, aber er hat eine Vorbildfunktion. Ja. Und es gucken leider auch Kinder zu. Mhm. Oh. Ja. Und da muss man einfach sagen, da geht sowas nicht. In der Hinsicht, also ich muss ehrlich sagen, für meinen Begriff, lehnt Monte sich, was das angeht, sehr, sehr weit aus dem Fenster. Hey! Hey! Bibi, hi, hallo! Lehnt er sich sehr aus dem Fenster und argumentiert natürlich seine Gewinne und alles so. Oh, da kommt einer um die Ecke, weil sie ja, hab ich gesehen.
bin nach der umgefallen dann. Okay. Ja, ich muss die Knarre wechseln. Das gibt's doch überhaupt nicht! Oder war ich das noch? Ich weiß gar nicht, ob ich den getroffen hab. Werde ich ja gleich sehen. Der Sieg ist nah. Ihr müsst nur noch danach greifen. Nach was greifen? Heile, heile Gänschen. Liegt's mir auf dem Schwänzchen. Mission abbrechen! Oh! Ah, ey, dieser scheiß Schildpanzer. Oh, wir haben gesiegt. Ja, und das mit nichts. Gute Arbeit. Wow, wahrscheinlich ein Abschuss oder so. Und das mit nichts. Naja, fast mit nichts. Mit Monte. Klar ist der Spielraum nach oben. Keine Frage. Nee, mit nichts ja. Nicht. Ist aber auch viel Spielraum nach unten, Digga. Ihr solltet euch auf jeden Fall selber ein Urteil bilden. Wie ihr das seht, ab damit in die Kommentare, was ihr davon haltet. Genau, das ist ganz wichtig, einfach mal in die Kommentare schreiben, aber ich sehe es halt kritisch, es ist ein Suchtfaktor, keiner weiß, Fall. Was das Spiel, ob die beschissen werden oder nicht. Mhm. Was Monte da sagt, sei jetzt mal dahingestellt. Genau. Ich sehe es sehr, sehr kritisch. Gut, ich würde sagen, das war's, oder? Jo, dann vielen Dank fürs Zuschauen. MacMega sagt an dieser Stelle, tschö, haut es rein.